Herzlich willkommen zu unserem heutigen Experiment, bei dem wir versuchen werden, Kartoffeln zu fermentieren. Und zwar, wie ihr wisst, lassen sich alle möglichen Gemüsesorten sehr gut milchsauer vergären, also so wie Sauerkraut zum Beispiel oder Salzgurken oder Kimchi oder. Und dann kommt auch die Frage, was ist denn eigentlich mit Kartoffeln? Kann man die auch fermentieren? Und ja, soweit ich mich belesen habe, lassen sie sich genauso fermentieren wie anderes Gemüse auch. Aber Kartoffeln enthalten verschiedene Giftstoffe. Der bekannteste ist das Solanin. Und deshalb müssen wir sie auch nach dem Fermentieren nochmal erhitzen, um diesen Giftstoff abzubauen. Aber ansonsten können wir sie ganz genauso fermentieren. Und ich habe sehr viel Gutes gehört über fermentierte Kartoffeln, aus denen man dann Pommes herstellt oder Ofenkartoffeln. Die sollen super knusprig werden, ganz tolle Konsistenz haben, natürlich super lecker, leicht sauren, sehr komplexen Geschmack haben und viele schwören tatsächlich darauf. Abgesehen von den kulinarischen Vorteilen sollen die Kartoffeln aber auch deutlich besser verdaubar sein, da ein Teil von der Stärke abgebaut wird. Manche vermuten auch, dass die Stärke in resistente Stärke umgewandelt wird und es heißt auch, dass sich dann beim Braten oder Frittieren oder Backen auch deutlich weniger Acrylamid bildet. Das ist ein Stoff, der wirkt krebserregend. Von daher auch gesundheitlich jede Menge Vorteile dabei und ich möchte das mit euch diesen Monat mal ausprobieren. Ich habe euch rote Kartoffeln mitgebracht, die habe ich schon abgespült, weil wir die Schale dran lassen werden. Und dann werden wir das Ganze in einer Salzlake fermentieren. Eigentlich ganz genauso, wie wir es auch vom Gemüse her kennen. Als Stückchen in Salzlake, milchsauer vergoren. Ich habe ein paar Blätter vom Weißkohl mitgebracht. Die sind hauptsächlich dazu da, um nochmal einen guten Schwung Milchsäurebakterien mit reinzubringen, falls die Kartoffeln selbst nicht genug enthalten, um nochmal sicherzustellen, dass die Fermentation gut losgeht. Ansonsten fermentieren die Kartoffeln deutlich kürzer, als wir das vom Sauerkraut und Co. kennen, nämlich nur 4 bis 5 Tage. Und dann können wir schon anfangen, sie zu essen und zuzubereiten. Also erster Schritt war Kartoffeln waschen, das habe ich diesmal schon getan. Und jetzt können wir das Ganze schneiden. Es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Wir können jetzt die Kartoffeln in Sticks schneiden und Pommes daraus machen. Man könnte sie auch in Viertelchen schneiden oder alle möglichen anderen Formen. Ich habe für uns heute mal 2 Gläser mitgebracht, das heißt, wir können 2 verschiedene Formen austesten. Ich werde mal loslegen mit einer klassischen Wedges-Form, so wie man das kennt von den etwas dickeren Pommes. Das ist relativ easy, dazu halbiere ich die Kartoffeln und schneide sie dann in feine Spalten. Versuche so ein bisschen darauf zu achten, dass die alle möglichst gleich dick sind, so gut wie es halt geht. Ich habe mich entschieden, die Schale von den Kartoffeln dran zu lassen, um nochmal einen schönen Schwung Mikroorganismen reinzubringen. Aber zum Beispiel für schwangere Frauen oder stillende Frauen würde ich empfehlen, schält die lieber, denn auch die Schale kann, wenn auch sehr geringe Mengen, Solanin enthalten. Und wir geben ja nochmal die Kohlblätter dazu, um die gut anzuimpfen von den Milchsäurebakterien her. Und daher brauchen wir die Schale nicht unbedingt. Schnippel, schnippel, schnippel. Alles ins Glas. Wenn ihr irgendwelche braunen Stellen seht, irgendwelche kleinen faulen Stellen, auf jeden Fall rausschneiden. Die wollen wir nicht. So, unser Glas füllt sich schon. So, sollte oben noch Platz sein für eins von unseren Glasgewichten. Die werden wir immer verwenden. Also ich würde mal sagen, eine kleine mache ich noch. So, das sieht doch gut aus. So, und fürs zweite Glas habe ich mir überlegt, machen wir mal eine andere Form, um einfach nochmal eine weitere Möglichkeit auszuprobieren. Und dafür mache ich mal so kleine Würfelchen. So. Dazu halbiere ich die Kartoffeln einmal der Länge nach, nochmal der Länge nach und dann schneide ich sie in Drittel oder Viertel, je nach Größe. Schaut
mal, wir haben ein Herzchen. So. Jetzt haben wir hier auch schon die Hälfte ungefähr. Falls ihr grüne Stellen an euren Kartoffeln habt, auch auf jeden Fall rausschneiden. Da ist dann auch viel von dem giftigen Solanin enthalten. So, das Glas sieht auch super aus. Das sind unsere zwei Varianten. Und jetzt werde ich die beiden Gläser einmal kurz unter Wasser setzen, um die Kartoffelstückchen einmal abzuwaschen und dann gieße ich das Wasser wieder ab. Bin gleich wieder da. So, sie sind einmal gewaschen. Der Schritt wird empfohlen, um einfach nochmal ein bisschen von der Stärke zu entfernen von außen, damit nachher alles gut klappt mit der Fermentation. So, jetzt kommen unsere Kohlblätter ins Spiel. Die sind nicht nur praktisch, um da ein paar Mikroorganismen reinzubringen, sondern die sind auch ganz praktisch, um die Kartoffeln am Auftreiben zu hindern. Da können wir uns hier so eine Art kleinen Deckel basteln, den wir oben drauf packen, noch unter unser Gewicht. Dann sind die Stückchen alle schön da drunter. Kann man noch ein bisschen puzzeln. So, alles schön befestigt. Jetzt können wir uns eine Salzlake anrühren und für die Kartoffeln machen wir 2,5%. So. Dafür habe ich wieder meine Waage und meinen Messbecher mitgebracht. So, hier geht ein halber Liter rein. Bei einer 2,5%igen Salzlake geben wir 25 Gramm Salz auf einen Liter oder hier habe ich nur einen halben Liter, 12,5, halbes Gramm. Wiegt meine Waage nicht ab, das heißt 12 oder 13. Das ist völlig in Ordnung, so genau muss das nicht sein in diesem Fall. Ja. Das sind 12, jetzt hole ich noch Wasser. So, einmal gut umrühren, dass das Salz sich auflöst. So, das sieht gut aus. Und jetzt können wir das aufgießen und wie sonst auch bei der Milchsäuregärung schön darauf achten, dass alles gut von der Lake bedeckt ist. Können wir mal ein bisschen schauen nach Luftbläschen. So. Und dann kommt wie immer, um alles schön unten zu halten, eins von unseren Glasgewichten drauf. Lasst oben ein bisschen Platz, ich gieße ja noch mal ein bisschen was ab, damit es am Ende nicht überblubbert während der Fermentation. So. Und hierfür mische ich mir nochmal eine Ladung Lake an. Gleiches Spiel. 12 bis 13 Gramm Salz. Wasser holen. Nochmal durchrühren, damit das Salz sich gut auflöst. Und aufgießen. Darauf achten, dass alles schön bedeckt ist. So. Glasgewicht drauf. Oh, das ist voll geworden. Machen wir noch einen kleinen Schluck wieder raus. Weil während der Fermentation blubbert das Ganze ja auch ein bisschen. Und dann soll es natürlich nicht überlaufen. So, das sieht super aus. Dann können wir unsere Gärdeckel aufschrauben. So, Datum einstellen. Hier auch. So, und jetzt können wir mit der Pumpe noch den Rest Sauerstoff herausziehen. Noch die ein oder andere verwirrte Luftblase ihren Weg nach oben bahnen. Und dann haben wir super Bedingungen für die Milchsäuregärung geschaffen. So, das sieht super aus. Und jetzt ist es Zeit, die Kartoffeln fermentieren zu lassen, ungefähr 4 bis 5 Tage bei Raumtemperatur. Dann kommen wir wieder und schauen uns an, was draus geworden ist. 4 Tage später sind die Kartoffeln jetzt schon ordentlich durchfermentiert. Es hat im Glas ordentlich geblubbert. Zwischendurch war hier oben sogar ein kleines bisschen Schaum zu sehen. Also es ist auf jeden Fall sehr gut losgegangen mit der Milchsäuregärung. Und jetzt können wir mal reinschauen, wie es aussieht. Ja, Lake ist ein bisschen trüb geworden.
So wie ihr das sicher auch schon kennt. Gibt ein paar kleine Bläschen. Es riecht ordentlich fermentiert. Den Kohl, den brauchen wir nicht mehr. Könnt ihr, wenn ihr wollt, separat aufessen. So, und das sind unsere fermentierten Kartoffeln. Sie riechen deutlich intensiver als andere Gemüsefermente, aber das gehört dazu, habe ich gelesen, ist normal. Die können ein bisschen stinkig riechen. Ansonsten sieht alles super aus. Ich gehe die Lake jetzt einmal abgießen. Brauchen wir nicht mehr. So, einmal abgegossen. Die Kartoffeln haben sich ein bisschen verändert während der Fermentationszeit. Sie sind einigermaßen weich geworden. Riechen kartoffelig, ein bisschen fermentiert, ein bisschen vergoren. Sind, glaube ich, auch ein kleines bisschen geschrumpft. Wahrscheinlich haben die ein bisschen an Wasser eingebüßt wegen der salzigen Lake. So, und jetzt müssen wir die Kartoffeln, bevor wir sie essen können, nochmal garen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr eine Friteuse zu Hause habt, dann könnt ihr natürlich super Pommes herstellen. Dafür ist es ganz gut, wenn man die Kartoffeln erstmal auf niedriger Temperatur gart für so 4 bis 5 Minuten, damit die einfach einmal durch sind. Und dann kann man sie nochmal bei hoher Temperatur frittieren, damit sie nochmal ordentlich knusprig werden. Ich selbst habe keine Friteuse, deswegen werde ich jetzt in diesem Video Ofenkartoffeln machen. Das ist die zweite Möglichkeit. Einfach auf dem Blech mit etwas Olivenöl, Kräutern und Gewürzen können wir jetzt fermentierte Ofenkartoffeln herstellen. Und die Kartoffeln sind ja jetzt von der Lake noch ein bisschen feucht. Damit die dann am Ende im Backofen schön knusprig werden, können wir die einmal in ein Tuch einrollen, um sie dadurch ein bisschen abzutrocknen. Ich habe hier ein Geschirrtuch. So, und da drauf können wir die einfach einmal ausbreiten. Klapp. Und jetzt einmal behutsam, damit wir die nicht durchbrechen, die Kartoffeln, einmal einrollen. Und dann sieht man gleich, das Tuch wird richtig nass. Da war noch einiges an Feuchtigkeit dran. So. Einmal abgetrocknet. Und jetzt können wir die Kartoffeln würzen. Zack. Ich habe mal ein bisschen Olivenöl mitgebracht und da wir zwei Varianten haben, habe ich auch gedacht, machen wir einmal pur mit Salz und einmal mit ein bisschen Gewürzen. Ich habe ein bisschen Paprika, edelsüß, da gebe ich mal was dazu. Und ich habe auch noch ein bisschen Thymian mitgebracht. Können wir da auch noch mit dazu geben. So, zerkleinern. Olivenöl. Und ich werde es auch noch ein bisschen salzen, aber die Kartoffeln sind auch ein bisschen salzig schon dadurch, dass sie in der Salzlake gelegen haben. So, und dann mischen wir das Ganze gut durch. Also gut durchmixen. Man kann auch einmal kurz testen. Bisschen Salz kann noch ran. So, ich habe meinen Ofen schon vorgeheizt, den hört ihr vielleicht im Hintergrund und jetzt kommt das Ganze aufs Blech. Nochmal gut durchmischen. So, Variante Nummer 1, Variante Nummer 2. Werde ich auch einmal noch mal ins Tuch rollen. Nehmen wir mal die andere Seite. Und hier auch noch mal rollen. So, und die auch noch mal würzen. Hier mache ich mal ganz puristisch nur Olivenöl und Salz. So, dann packe ich die da mal neben.
Das sind unsere zwei Varianten und die werde ich jetzt bei 200 Grad in den Ofen stecken. Ich denke mal, die brauchen so 15 bis 20 Minuten. Und dann kommen wir wieder, schauen uns an, wie sie geworden sind. Und dann ist es auch Zeit, mal zu probieren. Die Kartoffeln waren jetzt gerade 20 Minuten im Ofen und sehen schon ganz gut gebräunt aus. Ich habe zwischendurch immer mal ein bisschen gewendet, dass sie gleichmäßig durchgebacken werden. Man könnte die jetzt auch, wenn man wollte, auch noch mal noch ein bisschen länger machen, wenn man es noch knuspriger und noch brauner möchte. So, und jetzt bin ich schon sehr gespannt, mal zu probieren. Die sind natürlich noch total heiß. Gut pusten. Mmh, lecker. Mmh, sehr, wie soll man sagen, komplex. Der Geschmack ist komplex. Ich würde denken, da hat die Fermentation auf jeden Fall mit beigetragen. Knusprig ist es noch nicht so sehr. Ich denke, dafür müssten die einfach noch mal ein bisschen länger in den Ofen, damit man wirklich richtig gute Knusprigkeit hinbekommt. Ansonsten schon mal sehr lecker, das kann ich schon mal sagen. Ob sie besser verdaulich sind oder nicht, das merke ich erst nachher. Ich probiere mal noch einen von den Kartoffelecken. Hier eine schöne braune. Kartoffelecken sind auch lecker. Ich hätte einen Tick mehr Salz dran machen können. Aber ansonsten schön weich im Inneren. Außen schon ganz gut knusprig. Wie gesagt, länger backen würde das sicher noch mehr herausholen. Ich glaube, ich persönlich finde es mit Paprika und Thymian noch ein bisschen spannender. Das ist auf jeden Fall auch sehr lecker. Aber ansonsten, ich finde es auf jeden Fall super lecker. Ob ich mir so für jeden Tag die Mühe machen würde, die Kartoffeln zu fermentieren, das weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall eine leckere Variante, die man mal für was Besonderes ausprobieren kann. Habt ihr das Experiment auch ausprobiert? Wenn ja, würde ich mich sehr über eure Rückmeldung freuen. Hat es euch geschmeckt? Fandet ihr, dass die Kartoffeln durch die Fermentation irgendwie aufgewertet worden sind, dass es irgendwie besonderer geworden sind? Habt ihr bemerkt, ob ihr es besser verdauen könnt oder so? Das finde ich total spannend zu wissen. Ein kleiner Tipp noch, was man natürlich auch noch machen kann, ist die Fermentationszeit zu nutzen, um den Kartoffeln auch geschmacklich nochmal eine extra Note zu geben. Denn immerhin sind die so 4 bis 5 Tage am Fermentieren. Und da, wenn man zum Beispiel ein paar Knoblauchzehen dazu gibt oder 2 Rosmarin oder sowas, dann hat das Aroma natürlich schön lange Zeit durchzuziehen und sozusagen in die Kartoffel reinzuziehen. Das ist ja auch noch eine leckere Variante, die man ausprobieren kann. Ja, das war unser Experiment für den April, die fermentierten Kartoffeln. Ich fand es sehr spannend und werde jetzt gleich mir ein leckeres Mittagessen aus diesen Kartoffeln machen. Hat dir das Video gefallen? Dann schau dich gerne auf unserem Kanal um, denn hier steckt richtig Wissen drin.